um da, sag ich mal, auf diese große Frage zurückzukommen, ihr habt alle ein Ziel, fragt euch nicht, warum, also fragt euch auch warum, aber vor allem auch, wer darf ich sein, um die Resultate zu bekommen, die ich haben will. Wenn du Apps haben möchtest, sei die Person, die Apps hat. Ja, frag dich, was hat diese Person, die Apps hat, für Verhaltensweisen. Damit kann man anfangen, ja. Also, ihr habt jetzt diese Karte und wer so ein bisschen Klarheit darüber hat, was er möchte, er oder sie, da würde ich sehr empfehlen, dass ihr diese Karte einmal nehmt und darauf schreibt, als hättet ihr das schon erreicht. Also da steht ja, ich bin so stolz auf mich, das. Also ihr schreibt euer Ziel drauf, als hättet ihr das schon erreicht. Wer noch kein Ziel so richtig klar hat, lasst es erstmal auf euch sacken. Aber für diejenigen, die ein Ziel wirklich haben, ein konkretes Ziel, ich bin so stolz auf mich, dass ich sichtbare Bauchmuskeln habe. Kann draufstehen. No, no judge. Oder ich bin so stolz auf mich, dass ich Millionärin bin. Oder dass ich Wettkampfathletin bin. Oder ja, mit Lena Rammsteiner habe ich das auch gemacht. Und sie hat dann auch erst gesagt, ich bin Olympia-Athletin. Irgendwann hat sie aufgeschrieben, ich bin Olympia-Champion. Ja, und das ist halt, schreib das drauf, was dich inspiriert. Und wo es bei dir auch so ein Kribbeln auslöst, was für dich eine Bedeutung hat. Theresa hat viele Ziele. Ja, und man kann auch das Warum aufschreiben. Also das hilft auch, um mich gut zu fühlen oder um einen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten oder was weiß ich. Das, was du damit connectest. Es hilft auch immer, sich so ein bisschen vor Augen zu fühlen, warum man was will. Und falls ihr euch umentscheidet, ich habe auch noch mehr Karten hier. Oder wenn ihr euch verschrieben habt, könnt ihr euch auch noch eine neue abholen. Was man dann am Ende damit macht, das zeige ich euch noch. Habt ihr dazu erstmal eine Frage? Der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, dass Tiere komplett instinktiv in ihr Umfeld reinpassen. Das ist so interessant, wenn man sich auch mal die Tierwelt anschaut. Ich habe da nicht so viel Ahnung, aber wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, ist das super, super spannend, wie sehr Tiere in ihr Umfeld einfach reinpassen und eben so, sich so verhalten, dass das einfach perfekt fürs Überleben ist. Der Unterschied zwischen Tieren und Menschen ist, dass wir den freien Willen haben und wir können quasi unser eigenes Umfeld erschaffen. Und das sogar ohne, dass sich das Umfeld ändern kann, weil wir können unsere Perspektive ändern und ich könnte in einer Situation unterschiedliche Perspektiven einnehmen und sie anders sehen. Meine Mama, die hat mir vor 2 Tagen hat sie mir irgendeinen Text geschickt und da stand drauf, dass man sich dankbar fühlen soll für unterschiedliche Dinge. Und da stand zum Beispiel auch drauf, sei dankbar für die roten Ampeln, weil sie den Verkehr regulieren. Und ich habe es so gelesen und dachte so, ja krass, wie oft steht man an der Ampel und denkt sich so, scheiße, jetzt muss ich wieder warten. Aber eigentlich ist es so cool, dass die Ampeln den Verkehr regulieren und dass einfach eine bestimmte Ordnung damit hergestellt wird. Und das finde ich so cool, weil wir können als Menschen unsere Perspektive auf Situationen immer ändern und unser eigenes Umfeld erschaffen oder aktiv etwas erschaffen, um uns ein Umfeld zu erschaffen, was der Andi hier im Gym sehr, sehr geil gemacht hat.
Und wenn ihr euch mal alle Mitglieder aus dem Gym anschaut, merkt ihr auch, dass ihr irgendwie alle einen ähnlichen Vibe habt. Und das ist super, super spannend, oder? Dass Andi einen Vibe ausstrahlt, der bestimmte Menschen anzieht. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant. Und ja, wie das so funktioniert und damit man so ein bisschen mehr versteht, wie ticke ich überhaupt, gibt es diese geile Abbildung und die ist sehr, sehr simpel. Am Ende ist dein Körper nur das Instrument deiner Gedanken. Und wir sind quasi, wir funktionieren auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben ein Bewusstsein und wir haben ein Unterbewusstsein. Wir haben unseren Körper und wir haben unsere Resultate. Und eigentlich fängt alles immer damit an, dass man einen Gedanken hat. Alles fängt mit Gedanken an. Jeder Misserfolg, jeder Erfolg. Oftmals sind unsere Gedanken gar nicht bewusst. Also die meisten Gedanken sind eh unbewusst, aber ja, alles fängt mit Gedanken an. Dann haben wir ein bestimmtes Gefühl. Das Bewusstsein, das Unterbewusstsein funktionieren ein bisschen anders. Aber wenn wir uns mit einem Gedanken involvieren, bekommen wir ein Gefühl und das löst in uns eine Handlung aus. Und alles, was wir tun, hat ein Ergebnis. Also alles, was du tust, hat eine Konsequenz. Und damit produzierst du halt einfach Resultate. Deswegen das eher. Und diese Handlungskette zu verstehen, ist gar nicht so einfach. Man denkt sich so, ja klar, okay. Aber alles, was du hast, ist ein Produkt von dem, wie du denkst. Ja, und das kann oftmals ganz schön dolle triggern. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gehört habe, so über Selbstverantwortung, da saß ich auf dem Fahrrad in Berlin, habe damals ein Praktikum gemacht in der Sportreha und ich habe am ersten Tag auch den Schlüssel verloren von der Wohnung meiner Schwester und durfte dann mein Geld für den Schlüsseldienst ausgeben, was nicht vorhanden war, und habe dann so einen Podcast über Persönlichkeitsentwicklung gehört. Und da hat dann der Christian Bischoff gesagt: Alles, was du machst, ist ein Produkt deiner eigenen Handlungen. Du bist verantwortlich für alles, für deinen Körper, für deinen Kontostand. Und ich da auf dem Fahrrad weiß noch immer dieses: Nein, ich habe eine scheiß Genetik. Nein, ich kann nichts dafür, dass ich kein Geld habe. Und ja, aber am Ende ist es das. Und wenn wir da wirklich was ändern wollen, dann müssen wir hiermit anfangen zu arbeiten oder mit unserem Geist anfangen zu arbeiten, um dieses Unterbewusstsein zu verändern. Weil das Unterbewusstsein, das ist dein Programm und das ist das, was du eigentlich die ganze Zeit machst. Und wie funktioniert das eigentlich? Also wie ist das gekommen, dass wir so funktionieren, wie wir funktionieren? Kindheit, ja, Kindheit, aber auch nicht nur deine Kindheit, sondern auch, was ist in den Generationen vorher passiert. Ich habe zum Beispiel mit meiner Familie mal so einen Stammbaum gemacht, weil ich bin in einem mentalen Coaching. Das war einfach eine Aufgabe zu gucken, was ist nicht nur, wie sind nicht die Konstellationen in deiner Familie, sondern woher kommen auch deine Großeltern. Bei mir ist zum Beispiel auch so, dass mein Opa, der war noch im Krieg und solche Überzeugungen und Gefühle und Ängste tragen wir in unserer genetischen Programmierung mit in diese Welt. Und das ist ein Teil von uns. Dazu kommt, dass wir in den ersten 8 Jahren des Lebens extrem suggestibel sind. Da ist unsere Bewusstseinsfähigkeit noch nicht ausgeprägt. Das heißt, alles, was du da erlebst, nimmst du auf wie ein Schwamm. Deine Persönlichkeit entwickelt sich sogar ab der 5. Schwangerschaftswoche. Das ist super, super spannend. Also sogar, was deine Eltern so gemacht haben, welcher Lebenssituation sie während der Schwangerschaft waren, beeinflusst voll krass deine Persönlichkeit. Auch das ist super interessant. Naja, und dann fängst du halt an, alles aufzusaugen, die Verhaltensweisen von deinen Eltern, von der Schule, was kriegst du da mitgegeben? Bist du in Ostdeutschland oder in Westdeutschland groß geworden? Ich bin Ostdeutschland groß geworden. Und ja, das ist so dein Teil der Programmierung. Und das heißt, wenn man sich auch mal anschauen möchte, wie tick ich, also als ich dann irgendwie verstanden habe, warum esse ich eigentlich so, saß ich irgendwann in der Küche und mein Papa kam nach Hause
Und der geht direkt, das Erste, was der macht, ist halt direkt zum Kühlschrank zu gehen. Und ich dachte so, hab halt mich gesehen. Ich dachte so, okay, wow, woher kommt es eigentlich? Okay, daher kommt es. Und dann macht er den Kühlschrank auf und dann guckt so rein. Manchmal nimmt er sich dann was rauf, manchmal guckt er auch einfach rein und geht wieder. Und ja, das ist das, was ich auch die ganze Zeit gemacht habe. Und das ist ganz schön, da mal seine Familie zu beobachten und zu gucken, okay, woher kommt es und was möchte ich vielleicht verändern? Und ja, das sind auch Ziele, die man so mitgegeben bekommt. Auch da könnt ihr, ihr habt euch jetzt ein Ziel vielleicht aufgeschrieben, mal schauen, sind es wirklich meine Ziele oder ist es vielleicht ein Ziel, was ich so mitgegeben bekommen habe oder womit ich vielleicht sogar meinen Eltern was zeigen möchte, dass ich was Besonderes kann oder so. Auch da sollte man sich immer wieder die Frage stellen, woher kommen meine beruflichen Ziele vielleicht auch? Ja? Ich weiß noch, bei mir war es halt so, sich selbstständig zu machen im Fitnessbereich, so mach doch lieber was Anständiges, so, ne? Was Sicheres. Aber ja, mittlerweile haben meine Eltern da auch so ein bisschen umgedacht und finden das jetzt auch mega cool, was ich mache. Das freut mich natürlich extrem, aber diesen Schritt zu gehen, das war halt auch nicht so leicht für alle, glaube ich. Ja, mit unserem Bewusstsein, ich habe ja vorhin über intellektuelle Fähigkeiten gesprochen, haben wir sechs, mit denen wir arbeiten können. Und zwar haben wir den Willen. Wir haben die Wahrnehmung, wir haben Erinnerung, wir haben die Vorstellungskraft, wir haben Intuition und Vernunft. Das sind sechs intellektuelle Fähigkeiten, die hat jeder Mensch, jeder unterschiedlich ausgeprägt. Das Geile ist, wir machen alle Krafttraining. Auch die kann man trainieren, wenn man lernt, damit umzugehen. Und jeder, sage ich mal, der Krafttraining macht, weiß auch, wie gut die Willenskraft sein kann. Oder jeder, der mal auf Diät war, kennt das, die Willenskraft zu trainieren. Ja, aber wir haben auch noch ein paar andere Möglichkeiten, mit denen wir arbeiten können. Und ich finde das immer total schön, diesen Spruch, Goals are to grow, not to get, weil Ziele bringen eigentlich dich nur dazu, über dich hinauszuwachsen. Weil du hast es eh letzte Woche gesagt, mal ein Ziel zu erreichen, wo du gedacht hast, es macht dich glücklich. Also jeder hat schon mal ein Ziel erreicht und du dachtest vorher, es macht dich glücklich, aber eigentlich war das gar nicht so dieses Ziel, was dich glücklich gemacht hat, sondern auf dem Weg zum Ziel zu sein. Ist bei mir auch so. Wenn ich so kurz vor einem Ziel erreichen bin, dann habe ich mir eigentlich schon die nächsten drei gesetzt und dann ist dieses Ziel zu erreichen halt einfach nur so on the way, on the go und das ist ja auch geil. Und deswegen Ziele, die bringen uns da dazu, über uns hinaus zu wachsen und umso mehr wir verstehen, wie wir mit unseren Gedanken arbeiten können, umso mehr können wir auch Ziele erreichen und auch mehr über uns über dieses über sich hinauswachsen definieren und gar nicht so über das Ziele erreichen oder dieses Ziel an sich. Und es fängt immer im Sein an. Also das Sein ist immer das Allererste. Du musst erst jemand sein, um etwas zu bekommen. Das hat halt Johann Wolfgang von Goethe schon gesagt. Before you can do something, you must be something. Also wenn du ein bestimmtes Resultat haben möchtest, ich möchte immer athletisch aussehen, also darf ich immer die Athletin sein und auch immer dieses darf, weil das ist ein Geschenk. Niemand setzt dich unter Druck, dass du irgendwas verändern musst oder eine bestimmte Verhaltensänderung hervorrufen muss. Niemand setzt sich unter Druck. Das ist ein Geschenk, das wir uns verändern können. Wir sind alle Menschen. Dieses Geschenk hat jeder, sich auszusuchen, was man über eine bestimmte Sache denkt und wie man sich verändern kann. Deswegen ist dieses darf ich, weil wir setzen uns so oft unter Druck und sagen, oh, ich muss jetzt mein Meal Prep machen und ich muss jetzt meine Buchhaltung machen und ich muss jetzt dies machen und das machen. Aber eigentlich ist es geil. Du darfst es verändern. Du darfst Dinge tun, die dich von A nach B bringen. Niemand hat dir gesagt, so ist es und du hast keine Entscheidung, sondern du hast immer die Entscheidung. Und du kannst dir das immer wieder sagen. Every day is day one. Ja, also jeder Tag ist Tag 1.
sag dir das mal, probier das mal 10 Tage lang aufzustehen und zu sagen, every day is day one. Und dieser Tag 1 bezeugt, dass du deine Vergangenheit hinter dir lassen kannst und hier immer wieder neu entscheiden kannst, heute wachse ich ein Stückchen mehr über mich hinaus. Heute bin ich die Person, die ich sein möchte. Heute bin ich dieser Mensch, der die Resultate hat. Ja, und es ist vielleicht lächerlich, weil es war für mich auch komisch, mein Meal Prep mit damals noch zur Arbeit zu nehmen. Und das ist eigentlich voll lustig, weil ich habe in einem Fitnessstudio gearbeitet und die Leute haben mich ausgelacht, weil ich Meal Prep dabei hatte. Und es ist unangenehm, wenn man Verhaltensweisen oder ungewohnt, wenn man Verhaltensweisen zeigt, wo man eigentlich denkt, man sieht es dir ja noch nicht an. Ja? Also du siehst ja jetzt noch nicht aus wie eine Athletin, aber du nimmst die ganze Zeit den Meal Prep mit. Ja, aber du siehst ja schon, wo du hinkommen willst und damit unterscheidest du dich von den meisten, weil die bleiben halt immer in ihrem eigenen Fleck sitzen, verändern halt nie etwas. Aber du machst jetzt schon das, was notwendig ist, um diese Resultate zu bekommen. Und dann irgendwann fragt dich niemand mehr, warum hast du denn Tupperdose dabei, weil es halt normal, also weil du halt so aussiehst. Ja, aber um da erstmal hinzukommen, musst du halt auch erstmal anfangen. Und dann sieht man es von außen noch nicht. Ja. Es war auch das Gleiche beim Online-Coaching. Also man fängt ja auch an mit 3, 4, 5 Kunden. Und eigentlich hast du halt so viel Zeit am Tag und brauchst ja nicht den ganzen Tag, um deine Kunden zu betreuen, so, und du hast dann nur einmal Check-in in der Woche. Und ja, natürlich hast du dann auch viel Freizeit. Und aber trotzdem habe ich von Anfang an hatte ich mich morgens aufgestanden hatte, habe mir meinen Tag gescheduled und so getan, als hätte ich ganz viele Kunden und dann einfach die Zeit irgendwie produktiv gefüllt. Und das ist halt auch ganz wichtig, weil eigentlich, wenn ich nur 5 Kunden habe, kann ich auch schlafen bis um 11, gehe irgendwann zum Training und gucke 1 Stunde in die Nachrichten rein. So. Ja, aber auch da fängt es an, dass man dann schon, sage ich mal, also diese erfolgreiche Person, die man eben gerne sein möchte, repräsentiert von Tag 1 an. Und dann jeden Tag sagen, every day is day one. Und das ist total geil, unsere Vorstellungskraft, unsere größte Power. Wenn man das versteht und das ist ein, also ich find's halt immer wieder voll beeindruckend, weil alles, was wir uns vorstellen, das hat einen Effekt auf den Körper. Das heißt, dein Unterbewusstsein, das kann gar nicht unterscheiden, stellst du dir das jetzt vor oder ist es wirklich Realität? Wenn wir uns immer wieder einen Negativ-Case vorstellen oder immer wieder sagen, oh, ich muss jetzt noch das machen, das machen, das machen, das machen, das machen, das machen, haben wir eine Stressvorstellung und es löst Stress im Körper aus. Und damit hast du natürlich auch schwitzige Hände, hohen Herzschlag, Cortisolausschüttung und so weiter. Obwohl du jetzt gerade gar nicht gestresst bist, du sitzt eigentlich nur da und guckst vielleicht in dein Handy und in deinen Terminkalender und denkst dir, oh Gott, ich schaffe das nicht. Ja, gleichzeitig kannst du das aber auch nutzen, um Stress abzubauen und dir vielleicht einfach in dem Moment, ich stelle mir dann das Meer vor zum Beispiel, ja, das Meer und in dem Moment, wo ich mir so ein Bild vor den Kopf rufe, hat das auch einen Effekt auf den Körper. Viel cooler wird es auch im Bereich Schmerzmanagement. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen, so stark, aber ich habe eine lange Zeit chronische Schmerzen gehabt. Ich war chronisch krank und ich habe auch damit gearbeitet mit meiner Vorstellungskraft und mit meinem Geist, einfach um diese Schmerzen anders wahrzunehmen und somit auch keine Medikamente mehr zu nehmen. Ja, das hat auch einen Einfluss, wie man mit Krankheiten umgeht. Ich sage nicht, dass man keine Medikamente braucht, die haben alle ihre Berechtigung, aber man kann mit seinem Geist gemeinsam arbeiten, um da einfach einen positiven Effekt zu haben. Man kann auch trainieren, ohne zu trainieren. Also auch das hat einen Effekt. Ihr kennt vielleicht mentales Training. Viele Sportler machen das, Weightlifter machen das. Oder so technische Sportarten, azyklische Sportarten wie Turmspringen oder Turnen, die stellen sich das nur vor, oder Bogenschießen ist auch krass, die stellen sich das nur vor
Und damit erzielen sie eine Verbesserung in dem Bewegungsablauf, obwohl sie es gar nicht tun. Das heißt, die haben eine ganz klare Vorstellung, wie soll dieser technische Bewegungsablauf aussehen. Und umso öfter sie sich das vorstellen, umso mehr hat es einen Effekt auf das zentrale Nervensystem. Und als Outcome quasi, das ist messbar, gibt ganz viele Studien dazu, haben sie halt eine bessere Technik und bessere Ergebnisse halt am Ende. Auch das ist super, super interessant. Stimmungsregulation, na klar, ja, wenn ich mich auf Scheiße konzentriere, dann, wenn ich an jemanden Fehler suchen möchte, dann finde ich ganz, ganz viele Fehler. Oder ich konzentriere mich auf schöne Sachen. Ja, meine Omi hat immer gesagt, jeder Mensch hat was Schönes. Und selbst im Kundenkontakt oder ja, manchmal hat man ja vielleicht so Personen, da weilt man nicht so. Dann probiere ich mir das immer wieder zu sagen, hey, irgendwas Schönes ist in dieser Person und ich versuche das einfach zu sehen. Und das verändert natürlich auch immer das Outcome von einem Gespräch oder von einer bestimmten Situation. Ja, Placebo-Effekt, also all das ist eigentlich ein Resultat von dem, dass du dir Dinge vorstellen kannst und wie geil ist das eigentlich? Und um da einfach erstmal ein Bewusstsein darüber zu entwickeln, nimmt es doch einfach mal mit und schaut mal, woran denke ich eigentlich am Tag? Was sind die Bilder? Welche Bilder habe ich in meinem Kopf? Was stelle ich mir eigentlich gerade vor? Und ich würde einfach mal empfehlen, eine Handynotiz anzulegen und das aufzuschreiben. Hey, woran denke ich eigentlich gerade? Was ist oder scroll ich oder keine Ahnung, was ist, womit bin ich gerade bewusst, ja? Und das mal so ein bisschen sich vor Augen zu führen, hilft auch ganz dolle, um zu sehen, was man ändern möchte, ja? Oder auch um zu gucken, mache ich eigentlich die Dinge, die ich machen will, oder mache ich die, weil ich einfach die ganze Zeit auf meinem Programm hänge und mich berieseln lasse von allen Sachen. Ich glaube, es ist so schwer, momentan sowieso seinen Kopf einzusetzen, weil wir gehen in die Bahn, wir stehen in der Bahn, wir scrollen mit dem Handy, holen uns irgendeinen Input und ein schlechtes Gefühl, dann gehen wir nach Hause, dann kommt wieder irgendwie sowas, dann hört man am besten noch einen Podcast. Und wie viel von dem benutzt du eigentlich wirklich dein Gehirn, um eigenständig zu denken und eigenständige Gedanken zu entwickeln, ist, finde ich, etwas, worüber man generell mal nachdenken kann. Aber ja, die Goalcard, und warum habt ihr die jetzt eigentlich? Die hilft einem, den Fokus zu halten und die Willenskraft einzusetzen. Wir haben ja letzte Woche über Resilienz und Impulskontrolle gesprochen mit dem Sandro. Und am Ende ist es so, wo du deinen Fokus behältst, da geht deine Energie hin. Und diese Karte, ich habe sie ja auch bei mir. Die hilft einfach, um sich immer wieder mit dem Ziel zu connecten und mit der Zielperson, die man sein möchte. Das heißt, wenn ich da sitze und ich möchte eigentlich arbeiten und ich weiß, WhatsApp habe ich ein paar Nachrichten, Instagram habe ich ein paar Nachrichten, Kundennachrichten, aber eigentlich möchte ich gerade online shoppen, dann nehme ich meine Goalcard und sage mir, okay, wo möchte ich eigentlich hin? Und das hilft mir einfach, um an einer bestimmten Aufgabe den Fokus zu behalten. Oder ist halt auch ein geiles Tool, wenn man wirklich das Problem hat mit emotionalen Essen oder mit Stressessen, weil die meisten Fressattacken geschehen, wenn wir gestresst sind. Da einfach immer wieder diese Karte zu nehmen und zu sagen, was will ich eigentlich hier erreichen? Macht das gerade Sinn, was ich mache? Und somit kann man auch Handlungsmuster gut unterbrechen. Bei mir war es zum Beispiel oft so, dass ich, wenn ich essen gegangen bin, danach immer noch zu Hause weiter gegessen habe, war ja dann eh egal, war nicht am Plan und dann kann ich halt zu Hause eh noch weiter essen, diesen einen Tag bis 12. Ist es dann egal, was die Kalorien bedeuten. Und in dem Moment, wo ich dann auch schon gemerkt habe, es ist mir auch unglaublich schwer gefallen, überhaupt oder zu Hause bei meinen Eltern zu sein. Und da waren einfach immer so viele Sachen, die ich gerne gegessen habe früher, aber dann ja nicht mehr essen wollte, weil ich ja eine Athletin sein wollte. Und in dem Moment, wo ich mich aber immer wieder connecte zu der Person, der ich sein möchte, fällt es mir zwar schwer, Nein zu sagen, aber ich weiß halt, warum ich das mache und ich greife nicht automatisch in die Schale M&M's zum Beispiel.
Ja, und das kann euch immer helfen, auch im Training. Ich habe das auch viel in meiner Prep angewendet. Im Training, wenn du halt, sag ich mal, super müde bist, du isst nicht viel am Tag und du musst viermal die Woche Beine trainieren und denkst, ja, schon wieder dieses scheiß Hip Thrust, ich habe keinen Bock, ja. Und dann lese ich mir die Goalcard durch und denke mir, aber wo möchte ich eigentlich sein? Und wenn ich das jetzt schon erreicht habe, wie würde ich als Olympia-Athletin ein Training gehen? Ja, extrem hilfreich. Und deswegen kann ich euch sehr empfehlen, diese Karte einfach zu benutzen, auch wenn es zum Anfang ein bisschen affig ist und man so eine Karte dann dabei hat. Und ja, also es sind einfach so Tools, das macht ja nicht jeder, ne? Aber das kann unglaublich helfen, um sich immer wieder mit der Person zu connecten, die man eben sein möchte und über sich hinauszuwachsen und einfach anders auch zu handeln. Und das ist dann ja nachher Impulskontrolle. Ja, also das ist halt nicht das zu tun, wonach dir gerade halt einfach ist, sondern einfach anders zu sein und etwas wirklich zu verändern und deinen Fokus zu halten. Und am Ende ist das wirklich Fokussierung, ob wir unsere Ziele erreichen. Ja, es ist nicht bla überall zu sein, sondern zielgerichtet zu handeln und klar zu sein. Und man vergisst so oft seine Ziele. Genau, und jetzt möchte ich euch mal fragen, wer sieht in dem Bild die junge Frau? Und wer sieht die alte? Ja. Ja, sehr, sehr cool. Awesome. I need a young, I got a young is this time, this to one. What is on Sunday of this to one, if you see. Ja, also hier bei der alten Frau ist hier die Nase und da ist der Mund. Ja, eigentlich diese Schaubilder sind so cool, weil wir unsere Perspektive immer ändern können. Also wir können etwas sehen und wenn wir uns anstrengen, können wir die Perspektive ändern. Genau. Und in dem Moment, wo man dieses Tool für sich einsetzen kann, seine Perspektive zu verändern. Es ist so spannend, dieses eine Bild, ja, okay. Hast du es jetzt erkannt? Die alte? Es ist gut. Sie ist die positiven Dinge. Sie ist nur jung und schön. Aber am Ende ist, sage ich mal, dieses Perspektive zu ändern, ein geiles Tool, um auf bestimmte Situationen halt einfach nicht zu reagieren, sondern zu antworten. Also nicht reagieren, sondern zu antworten, das ist mega, mega geil, um sich selber zu kontrollieren, weil wir reagieren meistens nur. Ja, es kommt ein Input, wir reagieren. Und wenn man aber lernt, seine Perspektive zu verändern, kann man lernen, einfach anders auf bestimmte Situationen zu antworten. Und ein cooles Tool, was ich da nutze, und das möchte ich euch heute gerne weitergeben, ist, wenn ich ein Problem habe und mich stresst irgendwas oder ja, mich beschäftigt eine bestimmte Sache, dann schreibe ich das erstmal auf ein Papier und lege das auf den Tisch und dann gehe ich raus aus dem Raum und dann sage ich, Bob Proctor ist übrigens der Mentor, bei dem ich im Persönlichkeitsentwicklungscoaching war. Und dann sage ich, ich bin jetzt Bob. Und dann gehe ich wieder rein in den Raum und ich setze mich hin und stelle mir vor, ich bin Bob und ich lese mir diesen Zettel durch und stelle mir vor, was würde Bob jetzt dazu sagen? Und dann habe ich ein paar Antworten und schreibe mir das so auf und gehe ich wieder raus und dann bin ich vielleicht der Andi und gehe als Andi in den Raum rein und setze mich hin und überlege mir, was würde Andi dazu jetzt sagen. Und somit kann ich meine Perspektive ändern, um viele Antworten einfach zu bekommen, um einfach nicht in meiner eigenen Scheiße zu sitzen und zu denken, oh, ich bin so arm, ich habe dieses Problem, das stresst mich so, sondern ich fange an, wirklich Lösungen zu finden und einfach
meine Perspektive zu verändern. Und das hilft mir extrem, um auf eine Situation nicht zu reagieren, sondern zu antworten und einfach anders zu antworten, als ich das sonst vielleicht getan hätte. Weil es geht ja immer nur darum, dass du, es gibt diesen schönen Spruch, kill your clone. Also stell dir einfach vor, was würdest du sonst tun und mach's halt einfach anders. Ja, und das kann man sich, indem man so ein paar Vorbilder einfach hat, immer wieder aneignen, und da braucht man dann gar nicht jemanden anrufen, sondern man stellt sich das vor und findet seine Antworten. Und dann kann man immer noch jemanden anrufen und sich eine andere Meinung einholen. Aber wichtig ist halt erstmal dieses, wie kann ich aus unterschiedlichen Perspektiven jetzt eine Lösung für mein Problem einfach finden. Ich habe mir zum Beispiel auch früher im Training viel, so Alex und Samantha sind so weibliche Vorbilder von mir. Ich war immer unsicher im Gym und ich habe halt auch oft so das so gedacht, okay, jetzt denken die bestimmt, ich mache das falsch, oder sie sehen, dass ich irgendwie speckig bin, oder also ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, wie ich von außen ausschaue. Und dann war mir das zum Beispiel auch manchmal voll unangenehm, ein Gerät einzustellen oder so, weil ich dann dachte, okay, ich kann das ja gar nicht. Was ist, wenn die jetzt sehen, dass ich ja gar keine Ahnung habe, wie ich dieses Gerät einstellen soll? Und dann dachte ich, okay, was würde Alex jetzt tun? Was würde Samantha jetzt tun? Und denen wäre das halt egal, weil die haben halt einfach schon so einen krassen Körper. Natürlich fragen die vielleicht jemanden, wie stelle ich dieses Gerät ein, oder die machen diese Übung. Ja, auch wenn sie mir unangenehm ist, ich mache halt Kickbacks so, ne? Das ist halt einfach notwendig, und das hilft mir einfach gar nicht so in mir selber zu sein, sondern neu zu werden oder mich zu upgraden. Genau, und dieses Perspektiven ändern ist halt einfach extrem wichtig, um zu verstehen, dass es immer darum geht, wie du mit einer Situation umgehst, dass du deine Einstellung immer verändern kannst, weil es ist, Ich hab auch einige Kundinnen im Coaching da, es ist halt immer so, du hast einen Job, es ist stressig, du hast eine Familiensituation, es ist stressig, aber es ist halt immer, entweder du nimmst diese Umstände und sagst, sie sind gegen dein Ziel oder sie halten dich auf, oder du nimmst diese Umstände und machst das Beste draus und siehst es auch vielleicht als Vorteil, dass du einen stressigen Job hast, oder du siehst es als Vorteil, dass du Kinder zu Hause hast und einen Mann, und kannst da einfach deine Perspektive ein bisschen ändern. Und am Ende ist es, sage ich mal, diese Einstellung, die dann einfach bestimmt, wie du damit umgehst und was du daraus machst. Weil niemand hat immer die perfekten Umstände für die Ziele. Eine weitere Möglichkeit, um mit seinen intellektuellen Fähigkeiten zu arbeiten, ist dieses... Sabine kennt es, diese tolle Technik, Reversing Memory, nenne ich das, aber ja, also was man damit eigentlich macht, ist, du hast eine Fressattacke gehabt zum Beispiel, und in dem Moment, wo du eine Fressattacke hattest, ich saß dann zu meinen Studienzeiten, bin ich da Montag bis Freitag auf Diät gegangen, Freitag nach Hause gefahren, dann ging es schon immer los, da habe ich mir schon immer Dinge vom Bäcker geholt, schon im Zug angefangen zu essen, und eigentlich habe ich dann, bis ich wieder im Zug saß am Sonntag, durchgegessen, und dann habe ich wieder aufgehört. Und dann saß ich da und war halt einfach gefrustet, ich war traurig, war enttäuscht von mir, ich hatte dieses Sodbrennen und diesen vollen Bauch und habe mich geärgert, und ne, nächsten Freitag bin ich wieder genauso nach Hause gefahren und habe wieder das gemacht und wollte das dann natürlich davor die Tage ausgleichen, wie auch immer. Auf jeden Fall, same shit, different day. Und wie kann man es dann wirklich verändern? Und das kann man verändern, indem man diese Situation nimmt und erstmal überlegt, wie möchte ich das denn gerne? Ja, und dann schreibst du dir das auf, wie du es gerne haben möchtest. Also das ist in dem Moment, wo man etwas falsch gemacht hat, total unangenehm, weil man ja gesehen hat, dass man es nicht kann. Aber man schreibt sich diese exakte Situation so auf, wie man sie gerne gehabt hätte. Also zum Beispiel in meinem Case, ich bin Freitag nach Hause gefahren, ich hatte mein Meal Prep mit,
Ich bin zu meinen Eltern gefahren und fand es total schön, mit meiner Familie Zeit zu verbringen und habe ein Stück Kuchen gegessen, mich darüber gefreut, und aber halt nicht maßlos in mich reingestopft. Und das einmal so für sich aufzuschreiben, ist ganz, ganz wichtig, weil du damit einen Blueprint bildest, wie du beim nächsten Mal dich gerne verhalten möchtest. Und in dem Moment, wo du dir wirklich diese Erinnerungskraft, also wir können uns erinnern, das ist auch ein Geschenk, und diese Erinnerung nutzt, um sie so ein bisschen einfach ummodulierst, weil das ist deinem Unterbewusstsein ja auch egal. Du kannst dir immer wieder diese Erinnerung vorstellen oder du stellst sie dir neu vor, so wie du sie gerne haben möchtest. Und in dem Moment fährst du beim nächsten Mal vielleicht nach Hause und du gehst vielleicht zum Bäcker. Aber irgendwann erinnerst du dich, ja, ich wollte ja vielleicht was anders machen. Und du fängst an, wirklich bewusst Dinge zu verändern, weil du dir vorher einmal vorgestellt hast, wie du es besser machen möchtest. Und darin liegt eigentlich der Schlüssel. Das heißt, ich warte eigentlich im Power Girl Coaching immer auf diesen Moment, wo mir geschrieben wurde, ah, ich hatte eine Fressattacke. Und dann sage ich, wir machen da jetzt eine Übung. Und warum? Weil du das nicht nur in deine Ernährung bringen kannst, sondern auch in Gespräche. Ja, also auch wenn du zum Beispiel dich ärgerst, du hast dich mit jemandem gestritten und du weißt, dass du dich nicht gut verhalten hast. Ich bin zum Beispiel auch ein sehr impulsiver Mensch und ich bin dann gut darin, die andere Person zu ärgern. Und das ist dann so meine innere Mission, mein innerer Teufel, der will dann gar nicht mehr, es geht dann gar nicht mehr um das Gespräch, sondern es geht darum, den anderen so ein bisschen, ja, zu triggern. Und dann kann man sich aber aufschreiben, wie möchte ich denn eigentlich gerne in so einer Situation handeln? Und nach dem Gespräch kannst du dir aufschreiben, wie du gerne gehandelt hättest. Und beim nächsten Mal denkst du vielleicht ein bisschen mehr darüber nach, was du sagst. Auch sehr powerful, kann ich sehr, sehr empfehlen, das zu nutzen. Genau, und das ist eigentlich so dieses Big Thing from Be Do Have. Ja, wer möchte ich eigentlich sein? Und da eigentlich so dieses Ende zu haben. Du willst auf die Bühne, du willst Wettkampfathletin sein. Starte von dort. Also sei heute die Wettkampfathletin. Auch wenn du noch nicht auf Prep bist, aber sei heute schon die Wettkampfathletin. Auch wenn du erst nächstes Jahr auf Diät gehen möchtest oder in 2 Jahren auf die Bühne gehen möchtest, fang an, heute schon dieser Mensch zu sein. Und fang an, so zu reden und dir nicht immer wieder zu erzählen, naja, ich bin ja noch Amateur oder naja, ich gehe ja 2-mal die Woche ins Fitnessstudio. Und verhältst dich halt so und dann wirst du halt auch immer so bleiben. Aber fang auch an, die Worte, die du über dich selber sprichst, neu auszuwählen. Du kannst dir immer wieder erzählen, ich habe ein Problem mit Süßigkeiten. Oder du fängst an zu sagen, was du gerne möchtest. Du kannst sagen, ich arbeite daran, eine disziplinierte Ernährung zu haben. Ist auch nicht gelogen. Ja, weil dieses, wenn man nur so spricht, als hätte man das schon erreicht, kann einem auch irgendwie ein schlechtes Gefühl geben, weil man irgendwie denkt, okay, ich belüge ja jetzt mich gerade. Aber wenn du sagst, ich arbeite daran, an einem disziplinierten Ernährungsverhalten, dann kann das extrem unterstützend sein für deinen Weg. Und dann fängst du auch an, dich so zu verhalten und diese Ergebnisse einfach zu bekommen. Thinking from the end. So macht man das auch in einem Wettkampf. Also Sandro, der wird das kennen. Du machst ja Wettkampf und du rechnest zurück in den Wochen. Und als Coach macht man das auch. Aber man fängt immer vom Ende an. Und so könnt ihr das mit all euren Zielen machen. Was ist das Endprodukt? Auch für alle, die studieren oder irgendeine Weiterbildung machen. Du hast diese Prüfung oder dieses Prüfungsdatum. Da willst du das Wissen haben. Und was kannst du rückwärts denkend alles dafür tun oder dir eine Roadmap machen, wie du dahin kommst? Wie ist deine Strategie? Und dann schon von Anfang an dieses, ich habe die Prüfung schon geschafft und so setzt du dich ans Lernen. Ja, das ist extrem, extrem hilfreich und motivierend. So habe ich meine Masterarbeit auch geschrieben, dass ich mir aufgeschrieben, ich hatte so gar keinen Bock auf meine Masterarbeit und ich wusste auch, dass es eigentlich nicht wichtig ist für das, was ich will, aber ich wollte das endlich zu Ende bekommen. Und ich habe einfach gewusst, ich will am 18.10. meine Masterarbeit abgeben und habe mir dieses Enddatum aufgeschrieben und dann rückwärts
wann will ich das fertig haben, wann will ich das fertig haben, wann will ich das fertig haben, wann will ich das fertig haben. Und dann einfach mich immer in dieses Büro gesetzt und so getan, als hätte ich die schon oder mir vorgestellt, die ist schon fertig. Und dann habe ich mich daran gesetzt und einfach bin in diesen Vibe gekommen, so sie ist schon fertig und habe mich rangesetzt und geschrieben. Und es hat mir dann auch irgendwie Spaß gemacht, weil ich dachte, habe gar nicht mehr dieses ganze Stück, was vor mir liegt und was ich noch nicht habe gesehen, sondern ich bin einfach in dieser Einstellung gewesen. Ich habe sie schon fertig und ich schreibe jetzt einfach noch ein bisschen, weil es so viel Spaß macht. Und das bringt einem echt effektiver voran, als immer wieder zu sehen, wo man steht und zu sehen, okay, ich bin ja noch gar nicht da, wo ich sein möchte. Das ist quasi so dieses Neuhandeln. Wir wollen jetzt anfangen, unsere neuen Ergebnisse zu sehen, die wir haben wollen und die einfach zu nutzen, um uns inspirieren zu lassen, unsere Handlungen zu verändern. Also du möchtest neues Essverhalten haben, deswegen stellst du dir dieses neue Essverhalten einfach vor und du fängst an, Dinge zu tun, die dich dorthin bringen. Ja, weil im Endeffekt ist es so, wir bleiben dort, wo wir stehen, wenn wir unsere aktuellen Ergebnisse sehen und sehen, okay, dafür, das kann ich oder das kann ich nicht. Und das bringt uns in ein Gefühl von vielleicht Unzufriedenheit. Und naja, diese Unzufriedenheit gibt vielen die Kraft, auch etwas anzufangen. Aber die lässt uns auch oft dort stehen, wo wir stehen. Und in dem Moment verändern wir halt nicht wirklich was. Ja, also ich hatte eine Fressattacke. Ich fühle mich schlecht. Ich kann es halt eh nicht schaffen. Also esse ich weiter. Ja, und oder ich kompensiere wieder mein Gefühl mit Essen und habe halt immer wieder diesen gleichen Kreislauf. Oder ich frage mich, okay, ich möchte gerne jacked aussehen. Was kann ich dafür jetzt tun? Ja, ich kann bestimmte neue Muster einpflegen, ich kann meine Meals vorbereiten. Und diese Vorstellung von dem, ich sehe gut aus, zum Beispiel, oder ich sehe meinen Bauchmuskeln oder irgendwas, das gibt mir diesen Antrieb, einfach neu zu handeln und über mich hinauszuwachsen. Und das hilft mir auch, diese Vorstellung von dieser Person zu haben, um einfach nicht dem Impuls nachzugehen, einfach in die Süßigkeiten-Schale zu greifen. Macht das Sinn für euch? Und dafür kann man die Goal Card einfach nutzen. Immer in diesen Momenten oder einfach. Lies sie dir einfach mehrmals am Tag durch, dieser Mensch, der du sein möchtest. Und die hilft dir einfach, diese Fähigkeiten, über die wir gerade gesprochen haben, zu nutzen und deinen Willen einfach auch zu stärken. Weil Willenskraft kannst du trainieren. Das ist so wie Krafttraining. Du kannst deinen Muskel, dein Bizeps, umso öfter du den trainierst, umso größer wird er. Und umso öfter du auch deinen Willen trainierst, umso stärker wird er. Und das ist ein Prozess, der funktioniert über die Zeit und über das Sammeln neuer Ergebnisse. Ja, aber am Anfang muss halt immer so diese Entscheidung stehen, ich will was verändern und auch dieses Bild im Kopf eingepflanzt werden, wie du eigentlich sein möchtest. Und dieses ganze Verändern und Verhaltensweisen ändern, das ist etwas, was niemals sich gut anfühlt. Ja, also es ist immer etwas, was außerhalb der Komfortzone geht. Und am Ende, ich habe ja vorhin gesagt, hat man, sag ich mal, so vielleicht so seine Hero-Vorstellung von einem selbst. Also ich hatte sie damals oder ich habe sie jetzt auch. Und mach dich da selber wirklich zum Star von deinem Leben und fang an, wirklich auch die Dinge zu tun, aus deiner Komfortzone zu gehen, um diese Hero-Person, die du vielleicht im Kopf hast, zu sein und um zu der zu werden. Und dafür musst du aus der Komfortzone gehen, dafür musst du zu bestimmten Dingen Nein sagen, zu anderen Ja sagen. Und es ist einfach wichtig zu verstehen, dass sich das awkward oft anfühlt, aber es ist ganz dolle wichtig,
dass du das machst, dass du einfach machst, diese Dinge übst und umso mehr du auch Dinge veränderst und siehst, das, was ich tue, zahlt sich irgendwann aus, kannst du das in alle Lebensbereiche übertragen und da muss man auch keine Angst vor haben, weil alles, was man tut und alles, was man tut für sein Ziel, hat irgendwie ein Learning und selbst wenn man vielleicht auf die Fresse fliegt oder ausgelacht wird oder Fehler macht, wenn du weißt, warum du die Dinge tust, dann hast du immer ein Learning und du kannst immer deinen Geist einsetzen, um halt eben neue Dinge zu erschaffen. Und mit diesem Reversing Memory zum Beispiel kannst du arbeiten, um dann zu überlegen, nicht zu sagen, oh, ich bin so ein Opfer, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, sondern okay, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Und dann kannst du sagen, every day is day one und ich stehe auf und ich mache das heute besser. Und du musst dich nicht mehr so hart verurteilen, wenn du mal Dinge falsch machst, weil wir machen immer Dinge falsch. Oder falsch. Was ist falsch schon? Das ist halt egal, ja. Ja, aber dieses Wachsen, das innerliche Wachsen, Persönlichkeitsentwicklung, das fühlt sich halt nie richtig gut an. Aber wenn sich das so gut anfühlen würde, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht schwitzen oder rot werden oder so. Aber auch das ist ein Part meiner eigenen Entwicklung. Und da kann ich euch einfach nur motivieren, jeden Tag irgendwas zu machen, was sich unkomfortabel anfühlt. Im Training verstehen es die meisten. Da passiert auch nichts, wenn wir immer in unserer Komfortzone bleiben. Kann ich euch mitgeben, das immer mal wieder darauf zurückzukommen und zu schauen, ey, heute ist Samstag, ich habe heute vielleicht nicht so viel vor oder ja, bin halt nicht so in meinem Alltagsstress. Was würde ich denn heute tun, wenn ich meine Ziele schon erreicht hätte? Und wie würde ich mich heute verhalten und was würde ich heute vielleicht anders machen? Und das immer mal wieder so einfließen zu lassen, ist sehr spannend auf jeden Fall. Ja, also als Take-Home-Messages fand das immer cool. So ein Prof von mir im Sportstudium, der hat immer Take-Home-Messages mitgegeben. Und was ich eigentlich möchte, was ihr so mitnehmt, ihr habt jetzt super viel Input bekommen, dass ihr einfach wisst, ey, ich bin programmiert, ich habe ein bestimmtes Programm und wenn ich etwas wirklich erreichen will, dann gilt es da einfach darum, dass ich dieses Programm ändere und dann die Person kreiere und werde, die das schafft. Dass ich nicht denke, oh, ich bleibe immer dort, wo ich stehe und das fällt mir alles so schwer, sondern sei jetzt die Person, die das Ziel erreicht hat. Und du wirst merken, dass du diese Ziele auf dem Weg dahin eh erreichst und dir in einem Jahr hoffentlich noch größere gesteckt hast. Und dass du weißt, es ist so geil, dass ich ein Mensch bin. Ich habe intellektuelle Fähigkeit, ich habe den freien Willen. Ich kann in jeder Sekunde entscheiden, wie ich diese Situation annehmen möchte, wie ich damit umgehen möchte, wie ich agieren möchte, wie ich reagieren oder antworten möchte. Ich habe immer die Wahl. Ich habe immer die Wahl. Ich habe einen freien Willen und ich kann das alles verändern, wenn ich das will. Und auch da haben wir den freien Willen. Will ich etwas verändern oder will ich nichts verändern? Ja. Und diese intellektuellen Fähigkeiten, die sind ein Geschenk für dich. Also Wille, Erinnerung, Vorstellungskraft habt ihr alles gelernt heute. Und die kannst du nutzen, um deine Ziele zu erreichen. Ja, und das ist sehr, sehr geil. Und das kannst du genauso trainieren wie dein Bizeps, dich zu fokussieren. Dafür habt ihr die Goal Card auf jeden Fall, um euch auf die Ziele zu konzentrieren und diese intellektuellen Fähigkeiten einfach einzusetzen. Danke, dass ihr da wart. Ja, habt ihr Fragen? Sebastian. Du hast ja gesagt, man soll sich immer so sein Ziel vorstellen oder wo man sein möchte. Macht es auch Sinn, sie zum Beispiel sagt, vorzustellen, wie man zu 100% nicht erreichen kann, weil zum Beispiel ich stelle mir vor, ich bin Naturalathlet, ich stelle mir aber trotzdem jedes Training vor, wenn ich jetzt für meine, ich weiß nicht, dieses Jahr haben wir so Lüfte vor, weil ich ja voll bin mit Ideen oder keine Ahnung, und ja, einfach fucking stark bin und so dann irgendwie durch die Vorstellung
viel mehr rausholen kann. Ja, damit hast du dir die Frage schon selbst beantwortet. Also man muss halt immer so gucken, ne? Nicht jeder Mensch tickt gleich. Manche inspiriert es, sich so große Ziele vorzustellen, manche inspiriert es oder gibt einem ein besseres Gefühl, wenn man sich vielleicht ein bisschen kleinere Ziele vorstellt. Also da kann man sich auch selber gerne mal austesten, was funktioniert für dich gut. Aber du kommst ja somit tausendmal weiter, als wenn du dir die ganze Zeit erzählst, oh, ich bin Naturalathlet und weißt du, und du weißt ja gar nicht, wo du stehen kannst. Wenn du das jetzt 10 Jahre weitermachst, weißt du nicht. Da ärgerst du dich dann vielleicht, dass du dir die Ziele nicht größer gesetzt hast. Du weißt nie, was in der Zukunft kommt. Kannst du, aber du kannst immer das Bestmögliche geben. Und wenn dir das hilft, dir vorzustellen, dass du Chris Bumstead bist, dann sei Chris Bumstead. Habt ihr weitere Fragen? Nicht? Das ist ja crazy. Danke. Ja, Theresa. Was ist dein Lieblings-Best-Way? Ha, mein Lieblings-Best-Way. Ich, übrigens, ihr könnt den Code PowerGirl10 benutzen bei Best für Fischen. Ich liebe das Salted Caramel von West, das Pro Plant. Es ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja. Kann ich sehr empfehlen, diese Marke übrigens, ja. Du hast ja diesen Sportwissenschaftsaufnahmetest gemacht, das ja auch recht viele leicht athletische Fähigkeiten und so fordert. Würdest du sagen, es ist möglich, dass man das neben kompetitivem Bodybuilding macht, die Vorbereitung? Oder würdest du sagen, okay, man bereitet sich erst mal auf das eine vor und dann macht man das andere? Das, was du dir vorstellen kannst, ehrlicherweise. Also es ist immer das, was dich limitiert, sind deine Gedanken. Und wenn du dir sagst, du kannst es schaffen, dann kannst du das schaffen. Ich bin durch eine Sportaufnahmeprüfung durchgefallen. Aber man macht dann halt weiter. Ne? Und wenn du jetzt das Bestmögliche gibst, um dich darauf vorzubereiten, hast du vielleicht in irgendeiner Form eine Art Opfer, weil du da vielleicht nicht den vollen Fokus reinbringen kannst. Aber du kannst auch zeigen, dass es möglich ist. Also, ja, es ist jetzt, wie soll ich sagen, es ist jetzt auch nicht die krasse Leistung, den so eine Aufnahmeprüfung zu schaffen. Das schaffst du. Glaub an dich. Und dann gib nicht auf. Ja. Cool. Dann wünsche ich euch heute einen mega, mega geilen Tag und hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und setzt die Sachen um, weil das ist das Wichtigste, dass ihr das nutzt und nicht einfach denkt, ach, cooler Vortrag oder war ein bisschen langweilig, sondern einfach, ey, ich setze davon irgendwas um. Und dann denkt ihr irgendwann an mich und sagt, oh, heute habe ich neu gehandelt und ich war heute ein bisschen mehr die Person, die ich sein möchte. Ja? Cool. Dann ein schönes Wochenende. Danke.